Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um was Neues und um was Besonderes. Und zwar habe ich Post bekommen von der Firma LKV. Und was da genau drin steckt, das gucken wir uns ja zusammen an. Viel Spaß damit! Ich denke, die ersten von euch werden es schon erkannt haben. Und zwar befinden sich hier im Paket ein paar Homematic IP-Komponenten. Und zwar als erstes haben wir hier die Zentrale von Homematic IP. Kleiner als gedacht, um ehrlich zu sein. Und ja, das ist ja das Herzstück überhaupt von den Homematic IP-Komponenten. Und die haben wir da mit im Paket. Dann geht es weiter. Wir haben hier das Heizkörper-Thermostat. Um dieses direkt an einem Heizkörper anschließen zu können. Ebenfalls mit dabei. Was haben wir hier noch? Ein zweites Heizkörperthermostat. Das heißt, tja, ich habe ein bisschen was zu tun. Weiter geht's hier im Karton. Dann haben wir eine Schaltersteckdose. Und zu guter Letzt ein kleineres Paket. Und das ist ein Fenster- und Türkontakt. Auch alles von Homematic IP. Das war nur ein ganz kurzes Unboxing. Die genaueren Unboxings der einzelnen Komponenten, das erfolgt in den nächsten Tagen, sodass ihr nach und nach immer mehr seht und immer mehr genau seht, okay, wie sehen die einzelnen Komponenten aus und so weiter und so weiter. Also ich stelle jetzt in der kommenden Woche oder vielleicht brauche ich auch zwei, immer wieder Unboxings von den einzelnen Komponenten halt in meinem Kanal zur Verfügung. Jetzt seid allerdings ihr auch gefragt. Das heißt, ich habe jetzt dieses Set hier bekommen von ELV, aber ich möchte so einen kleinen Aufruf starten. Aufruf in dem Sinne, was euch genau interessiert. Was möchtet ihr von Homematic IP wissen? Was soll ich testen vielleicht für euch? Was soll ich mir genauer anschauen? Vielleicht haben auch ganz ein paar von euch konkretere Fragen. Das heißt, ja, der Fensterkontakt, wie groß ist der genau? Kann ich den überhaupt in mein Fenster anbringen oder ähnliches? All dieses möchte ich gerne in den Unboxings mit reinbringen und auch damit klären. Das heißt, schreibt mir eure Kommentare einfach unten mit rein und ich schaue mal, was ich da alles von einbinden kann. Falls irgendwie noch später Kommentare kommen, kein Problem, dann mache ich dazu auch nochmal ein Video und zeige euch dann die entsprechenden Funktionen und so weiter. Das soll schon gewesen sein hier mit diesem kleinen Video und dem kleinen Unboxing. Die einzelnen Unboxings, wie gesagt, die kommen noch und ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht mit Homematic IP. Ist ja doch schon was ganz Neues und auch ein ziemlich interessantes Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!